gesprengt haben, das Schiff nachher. Ja. Da waren dann nur noch wenige Leute an Bord, 40 oder sowas oder 50. Ja. Ne? Es sind rausgefahren ungefähr 45 Mann. Aha, ja. Und die 40 Mann, die brauchten wir für die seemännische Führung, für die maschinelle Führung, für die Motoren, die mussten ja alles nicht. Und die kamen, nachdem wir das Ziel erreicht hatten, wo das Schiff gesprengt wurde, kamen die alle runter. Ah ja, haben sie noch Rettungsboote gehabt dann? Da haben sie einen Beiboten, wurden die abtransportiert und die sind dann auf Küstenschlepper verfrachtet worden, die die Besatzung oder den Rest der Besatzung nach Buenos Aires brachten. Die waren da vorher schon runter, die Masse, ne? Ja, naja, also das Schiff ging vor Anker, nicht wahr? Ja. Die wurden nicht mehr gebraucht, ausgebotet und es waren nur noch an Bord der Kapitän, der erste Offizier, der Navigationsoffizier und der Artillerieoffizier. Ja. Und wir fünf Sprengler, Stabsoffiziere, ich war bekannt, aber und die haben gesagt, der Herbert Klemm, der macht das. Ja. Dann haben sie mich gefragt, wie ich mir das vorstelle. Und dann haben wir eine Kolumne, wir haben mehrere englische Schiffe versenkt und da haben die meistens die Prisenkommandos, die haben die Chronometer mitgenommen. Ach so. Und von diesen Chronometer haben sie mir eingegeben in die Werkstatt. So, nun mach was draus. Und da habe ich einen Zeitsender draus gemacht. Das heißt, ich habe die Zeiger als Kontakt genommen und habe da allerdings einen Kontakt reingebaut. Ja. Und dann wurden die Uhren so eingestellt, dass der große Zeiger nach 20 Minuten diesen Punkt erreicht hatte. Ja. Und da sie an der Batterie angeschlossen haben, ging die ganze Ladung hoch. Wir haben es ausgemacht, also ich habe dann vorgeschlagen, die Torpedos, die Springköpfe abzubauen. Ja. Und dann haben wir 6 Torpedospringköpfe aufgestellt. Ja. Je einen in den Munitionsräumen der Türme. Ja. Ach, und 4 in den Maschinen, 4 Maschinenräume. Ja. Und in jedem Maschinenraum gab es einen großen Fahrstand und vor dem Fahrstand wurde der Torpedokopf aufgestellt. Ja. Und deswegen waren ja auch auf diesem Bild, waren wir 6, aber ich weiß, den 6. Mann kriege ich nicht mehr raus. Ja, macht nichts, ja. Weil ich das zu spät gemacht habe. Ja. Ne? Und dann ging alles von Bord, also auf ein Signal hin stellten wir die Uhren auf 20 Minuten Zeit. Ja. Ja. Und dann wurde es Zeit für uns und dann. Und der Kommandant stand am Pfahlreff und wir 6 waren die Letzten dann ab in die Boote, hinterher. Und dann legte das Boot ab und dann waren wir ungefähr 1000 Meter quer ab. Oh ja, ja. Ne? Und der ging dann hoch. Und die Engländer, die waren gar nicht in Sichtweite, da waren auch englische Schiffe, die gewartet haben, dass die rauskamen. Die waren in der Bucht draußen. Denn die Einfahrt zum La Plata, die ist sehr schwierig. Ja. Wir kamen ja auch von See. Und wir hatten als Reserveoffizier einen Korvettenkapitän, der früher bei der Hapag gefahren war. Und der kannte die Einfahrt von Montevideo. Ach so, deshalb sind sie reingekommen. Wir sind also, nachdem der Krieg oder die Gefechtsbehandlung beendet waren, sind wir dann nach Montevideo gefahren und sind ohne Lotsen in den Hafen reingefahren. Ja, ja. Die ganze Marinewelt hat sich darüber gestaunt, dass das möglich ist, dass man ohne Lotsen. Das sind die Letzten gewesen und als allerletzter ist der Kapitän gegangen. Ja, der hat ja nachher, glaube ich, Selbstmord gemacht. Ne? Ja. Das ist ja auch bestimmt bei der Besatzung ganz schockierend gewesen, oder? Wir dann in Buenos Aires gelandet waren, nicht wahr? Dann hat er nochmal an die Besatzung alle versammelt, nochmal eine Rede gehalten und in der Nacht, das muss so der 19. zum 20. Dezember gewesen sein, nicht? Denn am 17. Dezember haben wir das Schiff gesprengt. Ja. Und das war für mich ein besonderer Tag. Ich darf das nochmal sagen. Ja, sagen Sie mal. Am 17. Dezember hatte meine Mutter Geburtstag und sie wurde 50. Ja, das merkt man sich, ja. Das merkt man sich, ja. Und ich war 25. Die deutsche Kolonie in Buenos Aires, die sehr groß ist, die haben sich hervorragend um uns gekümmert, nicht wahr? wir waren noch nicht auf dem Wasser, noch auf diesen leichten Raffer. Da kam die schon eine ganze Schiffsflotte entgegen, die war, und die hatten belegte Brote und was zu trinken und alles Mögliche an Bord und haben das dann auf die Schiffe verteilt. Ne? Ach, das ist ja toll. Ja, ja. Das kennt man auch nicht so, das weiß man eigentlich auch nicht so. Und dann haben sie auch gleich in den ersten Tagen, kriegten wir alle, jeder, einen Umschlag mit Briefmarken, schon alles, nicht wahr? Und zwei Blatt Papier, da konnten wir einen Brief an unsere Eltern oder Freunde und so weiter schreiben. Die haben wir dann abgegeben und das hat die deutsche Kolonie dann über die Post nach Deutschland geschickt. Wir haben, das war in den Morgenstunden, das muss so gegen 6 Uhr gewesen sein, dass im Vormaß dann so ein Ausguck, der irgendwie in der Ferne Rauchfahnen gesehen hat. Ja. Und dann hatte Alarm. Und dann wurden alle Stellen auf Alarm, wurden alles besetzt. Und dann sind sie natürlich erstmal die Rauchfahne entgegen. Nicht? Ja. Und erst dachten sie, das wären Handelsschiffe gewesen, die aus Buenos Aires, aber in Wirklichkeit waren das diese drei Engländer. Nicht?